Hi, willkommen bei Andreles Outdoor. Wetter, wie man sieht, Herbst, Nebel und ich mache endlich wieder mal eine Tour, eine kleinere. Und wie man schon im Titel erahnen kann, ist es eine Tour mit zwei, drei historischen Punkten, die ich hier habe. Ich bin in Laupen, also Laupen, Kanton Bern. Und Laupen ist ja historisch gesehen, hat es diverse Ereignisse in der Geschichte. Und hier befinde ich mich auf eigentlich einem Weg, der da nicht speziell ist, aber der Hintergrund dieses Weges ist schon faszinierend, weil das ist wirklich ein Römerweg, sprich dieser Weg wurde von den Römern schon benutzt. Und zwar wurde dieser Weg benutzt, das war die Verbindung zwischen der Engelhalbinsel und Aventicum, war Laupen im Prinzip noch ein wichtiger Standort, Standpunkt, wo sich die Römer auch noch aufhielten. Im Prinzip ist es nicht spektakulär, ist einfach ein Weg an einem Feld entlang. Aber trotzdem ist es noch so ein bisschen faszinierend zu wissen, was man hier schon im alten Rom, da hier mit Pferden und weiß der Teufel was alles marschiert ist oder durchgegangen ist. Hier befinde ich mich jetzt an einem Ort, man sieht es nicht so gut, hinter mir ist die Saane. Ich schaue dann, dass ich von weiter oben noch ein paar Bilder machen kann. Hier wurde 1785, also wir haben jetzt die Römerzeit da schon wieder verlassen, Quantensprung gemacht, wurde hier eine Schiffsbrücke gebaut, wo man im Prinzip die Verbindung sicherstellte zwischen beiden Ufern von der Saane. So sah diese Schiffsbrücke aus. Und diese Schiffsbrücke wurde bei Hochwasser oder bei Schiffsverkehr von Freiburg her, wurde diese Brücke abgebaut und durch ein Boot ersetzt, wo man im Prinzip übersetzen konnte und natürlich auch den Anführungszeichen Brückenzoll, Bootszoll musste man dafür bezahlen. Zwischendurch sind da natürlich auch kleinere Malheur passiert. Es ist nur noch geschrieben, dass ein Fuhrwerk mit vier Pferden, weiß nicht mehr genau, und aus einem Weintransport rutschte von der Brücke, fiel in die Saane, konnte aber dann gerettet werden. Hier sind wir jetzt im Prinzip im Wald. Das ist auch ein ganz schöner Weg im Sommer. Muss ich sagen, es ist hier traumhaft durchzuwandern. Auch im Herbst jetzt mit den, ja, die Bäume werden gelb, die Blätter. Toll. Nun habe ich einen kurzen Weg gefunden, wo ich an die Saane runter konnte. Und man sieht, circa von da bis da ging diese Schiffsbrücke. Heute ist die Saane natürlich gestaut. Es hat da weiter vorne eine Staumauer. Somit ist das Wasser hier kontrolliert. Früher war das natürlich ein normaler Fluss, der halt auch Hochwasser führte zwischendurch und so, aber da war noch nichts von Stauwehr oder Staumauern, wie man es heute kennt. Hinter mir ist jetzt eine Treppe,
also eine Treppe, ja, wurde eine Treppe daraus gemacht, ein Aufstieg. Und hier ist auch beschrieben, ist auch immer Quantensprung zurück in der Geschichte, ist auch der Römerweg, wo hier durchführte. Natürlich nicht mit diesen Treppen. Okay, gehen wir. Hier sind wir nun an einem weiteren Punkt angekommen. Die Tafel, warum habe ich sie in der Hand? Weil sie hier am Boden liegt. Ich habe schon letztes Mal gesehen, ich werde nächstes Mal eine Schraube mitnehmen und die wieder fachgerecht befestigen, weil es ist schon sonst schade. Gut, hier ist im Prinzip der Standort von der ersten Überquerung eigentlich, Brücke. Um 300 wurde die von den Römern gebaut. Ihr könnt es da ein bisschen nachlesen. Da wurde die von den Römern gebaut und war damals eigentlich der wichtigste Übergang oder Flussüberquerung in dieser Zeit. Okay, bevor wir jetzt oder ich weitergehe, noch schnell in eigene Sache. Man hört es, ich bin nicht alleine am anderen Ufer. Sind auch noch ein paar Leute und ich appelliere hier, weil ich weiß, dass dort viel gefestet, gefeiert wird, ist gut so, aber denkt daran, den Müll mitzunehmen. Ich weiß es, es hat dort ganz schöne Container zum Entsorgen, nehmt den Müll wieder mit und lasst ihn nicht dort. Gut, dann gehen wir weiter. Da sieht man jetzt, wie diese Römerstraße gebaut wurde. Wer es nicht lesen will, kurz Info. Die Straße war ca. 3 Meter breit und wurde aus Steinen gebaut, die ca. zwischen 4 und 10 Kilo schwer waren oder sind. Und ein Stück war hier abgerutscht und dann unter dem Erdboden wurde es im Prinzip wie konserviert, gut erhalten. Darum konnte man das hier ganz klar nachweisen, dass da die Römerstraße durchging. Okay, jetzt weiter den Weg entlang.
Jetzt habe ich schon gut Höhe gemacht. Geht jetzt noch ein wenig nach oben, dann habe ich im Prinzip den höchsten Punkt erreicht. Von dort aus geht es dann hinten wieder nach unten. Aber ich will mir natürlich oben auf dem, ich sage mal in Anführungszeichen, Plateau, will ich mir einen schönen Platz suchen. Habe natürlich wie immer was zu essen dabei. Ich habe einen neuen Gegenstand, den ich auch noch ausprobieren will. Und ja, da lasse ich euch sicher auch teilhaben. Aber jetzt geht es zuerst noch ein Stück weiter. Hier ist nun das Plateau und irgendwo da suche ich mir jetzt einen gemütlichen Platz, wo ich da was kochen kann und ein bisschen verweilen, solange es noch nicht regnet. Hier geht jetzt der offizielle Wanderweg so da hier weiter und da hier habe ich einen Weg gesehen, der noch so hier drüben geht. Und da ich mich da gemütlich einrichten will, will ich nicht direkt am Weg, sondern ich nehme jetzt einen anderen Weg, den Anführungszeichen nicht offiziellen Wanderweg. Was man da nicht so alles im Wald sieht. Aber ich nehme an, das ist direkt vom Bauer, weil hier ist Holz gestapelt und auch so ein Fuhrweg. Wäre ideale Höhe für einen Tisch, für einen Stehtisch. Dort hinten würde es auch noch relativ schön aussehen von hier aus. Mal schauen, was dort ist noch. Finde ich hier ganz so ein schöner, fast mystischer Wald. Ich vermute, dass das hier ein Fuchsbau ist. Überall hier hat es diese Löcher oder Eingänge, muss ich sagen. Aber da werde ich jetzt nicht bleiben. Da gehe ich natürlich an einen anderen Ort hin. Ich will da die Tierwelt nicht zu groß stören. Man sieht hier den Weg und ich kann wirklich nichts dafür. Also das Loch ist direkt neben dem Weg gebaut. Von dem her müssen Sie ja fast rechnen, dass da zwischendurch jemand vorbeikommt oder vorne hat er auch Holz, dann kommt der Bauer mit dem Traktor durch. So, vorhin noch im mystischen Wald und jetzt bin ich da hier angelangt. Und man hört es. Der Bauer oder der Waldarbeiter ist wohl auch unterwegs wie hierhin. Wer auch immer. Gut. Mich stört es nicht, ihn stört es auch nicht. Von dem her ja, spielt das keine Rolle. Aber trotzdem wäre ideal für meine Buschbox, hätte es hier genug Holz. Aber ich gehe jetzt wieder zurück und schaue, wo es sonst noch einen schönen Platz hat. Man merkt es vielleicht, dieses Stück Wald hier kenne ich jetzt überhaupt nicht, war noch nie. Das ist immer interessant, macht noch Spaß, so in Wälder zu gehen, die man wirklich nicht kennt. Und das ist immer so ein bisschen Neues und schöne Plätze zu suchen.
Und da es ja nicht unweit ist und dort, wo ich wohne, ist das natürlich cool. Da kann man so schöne Lokalitäten immer wieder besuchen. Ja, darum bin ich da ein bisschen am Hin- und Herbummeln, schauen, wo hat es schöne Plätze, wo führt welcher Weg hin, damit man sich da ein wenig auskennt. Jetzt war ich da eine Weile unterwegs und ich weiß jetzt auch, wie das Ganze hier jetzt ungefähr aussieht, durchgeht, weil der Wald ist ja nicht groß, der ist ziemlich klein. Ich ging durch bis auf die andere Seite zum Waldrand und ja, das Problem ist hier, es ist ein schönes Wäldchen, muss ich sagen, aber in kleinen Wäldern hast du einfach Wege oder dann hast du wirklich nur Dickicht, wo du nirgends irgendwo so schön gemütlich einen Platz hast. Von dem her wird es hier ein wenig schwierig, sich gemütlich da etwas einzurichten, was zu kochen, ohne dass da ewig irgendwo Leute durchzirkulieren. Aber ich gebe noch nicht auf, vielleicht finde ich noch was. Wie ihr seht, bin ich wieder beim Wagen angelangt. Ja, jetzt muss ich sagen, an Betracht der fortgeschrittenen Zeit und dass da der Bauer immer wieder mit dem Traktor da quer durch den Wald fährt und da irgendwelche Holzarbeit macht, habe ich beschlossen, ich werde hier nichts kochen, mache hier nur eine kleine Pause, werde was Kleines trinken und dann mache ich den Weg noch weiter. Es gibt da noch einen Punkt, den ich gerne noch zeigen möchte. Aber zuerst trinken wir was. Übrigens eine meiner neuen Errungenschaften. Ich habe jetzt auch die Nalgene oder Nalgene Edelstahlflasche. War gerade gestern auf der Post eingetrudelt. So, frisch gestärkt wäre jetzt übertrieben, wenn ich das sagen würde, geht es weiter, sondern höchstens frisch gewässert geht es jetzt weiter. Jetzt gehen wir zurück Richtung Römerweg. Das dauert jetzt nicht lange und schon bin ich wieder da. Hier entlang geht der Weg weiter. Also ich bin gerade froh, kann ich mich ein bisschen bewegen. Ich habe das gemerkt, Pause gemacht, im Prinzip nichts Warmes gegessen und nichts Warmes getrunken, nur kalt. Und, und wir haben im Moment nicht allzu warm. Ja, merke es, die Hände werden langsam kühl und das kalte Kamerastativ ist nicht gerade förderlich für die kalten Hände. Gut, aber wenn ich mich bewege jetzt, geht es.
hier ist noch ein weiterer Punkt, den ich da von diesem Weg noch zeigen möchte. Und zwar gibt es zu diesem hier zwei Geschichten. Die eine ist, dass es hier ein Galgenstand früher mal, wo die Leute gehängt wurden. Und das zweite ist, dass hier ein römisches Wärterhaus stand. Welche jetzt von diesen beiden Geschichten wahr ist, weiß ich im Prinzip nicht. Ich weiß nur, dass hier noch Überreste sind, entweder vom Galgen, wo er stand, oder eben vom Wärterhaus. Hier auf der anderen Seite ist ebenfalls, da hier drunter ist auch noch so ein Stück vom Fundament. Also ich könnte mir schon vorstellen, hier und hier beiden Fundamente oben zu wie ein wirklich Wärterhaus. Können wir vorstellen, aber auch der Ort hier erhöht, Hügel, Galgen. Könnte ich mir auch vorstellen, weil die vermehrt tendenziell auch auf Hügel gebaut wurden, diese Galgen. Das ist eigentlich jetzt der letzte Punkt von diesem Stück Römerweg, der hier, es geht jetzt hier noch weiter nach unten, aber ich werde jetzt den Weg wieder so zurücknehmen, weil wenn ich jetzt nach unten gehe, ist auch schön, aber da zieht es sich ziemlich weit nach vorne, ist nicht mehr so absolut schön. Und dann kommt eine Brücke über die Saane und da muss ich alles wieder zurück. Und von der Zeit her, ja, ist es mir zu lang und ist auch nicht mehr super schön, dieser Weg. Darum habe ich entschieden, jetzt den Weg wieder hier zurückzugehen. Ja, wie schon gesagt, ist im Prinzip fertig hier, der Weg geht schon noch weiter, aber es sind die Punkte, die ich zeigen wollte, und ja, im Prinzip gleicher Weg zurück, muss ich jetzt nicht mehr groß filmen, ja, das mit dem Essen hat nicht geklappt, aber ein anderes Mal, kein Problem, ja, bin ich sehr flexibel. Also dieser Weg hier kann ich wirklich mal empfehlen, wenn jemand mal in der Nähe ist, den zu machen, ist wirklich schön. Und mache noch ein bisschen Werbung für Laupen, ist eh ein schönes Ausflugsziel. Gut, im Prinzip mache ich hier Schluss und sage wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.